Bomba, schon wieder eine Mail. Okay. Ob das wieder X ist? Geh in die Bar vor der Arena. Wieder von X. In die Bar sollen wir gehen. Die Frage ist nur, wer dieser X wohl sein mag. Ja, ich werde mich vorher kurz mal anziehen, ne? Anziehen? Ausruhen. Ich gehe mich dann mal kurz anziehen, weil ich bin ja... Naja, egal. Gut. Dann geh mal an meinen süßen... Mit meinem kleinen süßen Yoshi. Eigentlich voll unnötig, dass ich ihm einen Namen gegeben habe, weil ich nenne ihn eh nicht bei seinem Namen. Ich ihn genauso Yoshi nennen können. Er ist Mr. X. Gut. Ich komme mir vor, als würde ich schon über eine Stunde spielen, ja? Aber ich spiele erst gerade mal so 30 Minuten. Guck mal, das ist ein Poster von mir. Bin ich jetzt interessant für euch? Ich bin jetzt in der ersten Liga. Bomba Luigi! Ich fühle es sich an, nicht mehr zum Kanonenfutter der Arena zu gehören. Du bist doof. Ich mag dich nicht. Dir gebe ich kein Interview mehr. So, die Arena war rechts, ne? Die Arena, sag ich schon. Ich frage mich immer noch, wie ich darauf komme. Guck mal, den ersten haben wir schon besiegt, ne? Was macht denn Yoshi da hinten? Lasst mich da rein in die frische Bar. So. Da hinten ist ein Sternsplitter. Bist du Mr. X? Heute werde ich wieder auf Aurelius setzen. Solange Darktose nicht da ist, wird Aurelius nicht verlieren. Hey, wie geht es dir? Du sollst immer fair kämpfen, genau wie Dark Toaster. Oh, hallo Bomba, ich habe dich erwartet. Oh. Weißt du, gerade eben lag dieses Ding mit einem Brief vor meiner Bar. Und im Brief stand, ich soll dir das überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Fancy. Oh, hi. Hallo, ich bin Titania. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du hast endlich den Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Nun kannst du mit dem Hammer noch effektiver angreifen. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Üben wir doch so gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst es schon meistern. Wenn du B gedrückt hältst und D drehst, verdreht sich dein Körper. Lässt du B los, führst du einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du so lange drehst, bevor du B drückst. Halte B gedrückt und drehe. Streng dich an. Super, das hast du toll gemacht. Möchtest du das noch? Ich bin perfekt. Sehr gut, du beherrschst den Wirbelschlag jetzt also perfekt. Oh. Mit dem Wirbelschlag kannst du auch diese großen Blöcke zerstören. Natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann, bis bald. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Das sieht ja aus wie das neueste Hammermodell. Ein wahres Prachtstück. Schau dir diesen eleganten Griff an. Man sagt, der Hammer sucht sich einen Besitzer selbst aus. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar abgegeben? Wenn es wirklich ein Fan von dir ist, hätte er ihn dir doch direkt geben können. Bomba, schon wieder eine Mail. Zerstöre den Block in der Garderobe der zweiten Liga. Ja, das war gerade mein Gedanke, als ich den Hammer gekriegt habe und nicht gesehen habe, dass wir Blöcke zerstören können. In der Garderobe der zweiten Liga den Block zerstören? Was es da wohl gibt? Ein fettes Loch vermutlich. Aber kann ich das auch so machen? Einfach so da? Ist ja voll cool. Aber es sieht auch anders aus, ne? Finde ich sehr gut. Finde ich super. Finde ich sehr, 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 sehr gut. So. Gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass du in der zweiten Liga bist. Bitte geh durch. Bin schon in der zweiten Liga? Warum das?
Die Papiere halt, Papiere, Notizen, sie scheinen sehr wichtig zu sein. Bomber, das ist ein Bericht über das Sternjuwel. Irgendjemand hat es wissenschaftlich untersucht. Da ist sogar ein Foto. Aber wer hat das hier? Sehr verdächtig. Hey, ihr da, was habt ihr da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfern der ersten Liga ist der Zutritt verboten. Außerdem habt ihr den Block an der Wand zerstört. Was habt das zu bedeuten? Ich war das nicht, das war schon so. Und was du da gefunden hast, das werde ich an mich nehmen. Okay, chill mal. Die weiß irgendwas. Blöde Ziege, dieser Bericht hätte uns bestimmt weitergeholfen. Zumindest ist jetzt klar, dass der Sternjubel wirklich hier in der Arena ist. Nicht interessant. Ganz verstehe ich das jetzt nicht, ne? Warum nimmt die mir das einfach so weg und woher wusste, dass wir hier drinnen sind? Ziemlich merkwürdig. Ist immer noch besetzt hier. Okay. Na gut. Bin ich angeschlagen? Nee. Das Fuzzy-Trio noch super. Kampf! Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 7. Du kämpfst gegen die Fuzzy-Trio. Im folgenden Kampf solltest du den höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Das Publikum liebt keine schwächelnden Stars, okay? Dann zeig mir einen guten Kampf. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen, dass ich... Weil ich habe 25, das ist das gut zu sehen. Wobei, ich glaube, Yoshi ist auch damit gemeint, ne? Aber gut. Wenn wir schon hinkriegen, ich glaube, die Phase habe ich ja eh schon mal mit Kumbrina gescannt in... Deine sind anders Farben, okay. Die unersättlichen Sachen bei das Fuzzy-Trio. Also los, bist du bereit? Wir werden euch aussaugen! Let's fight! Dieser Gong, ne? Der irritiert mich immer so sehr. Ich muss mich kurz anders hinsetzen. Er hat einen Stern, das höchstens 20 Punkte Schaden nehmen. Solch ein Problem, ne? Ich kann die, glaube ich, auch gar nicht. So, der ist mal weg, weil er hat so eine blöde Sternschnuppe. Gut, dann muss ich ihn leider austauschen, weil ich brauche Gumbrina. Ah, er macht bei 3 Damage, das ist nicht so geil. Der klaut mir Blütenpunkte! Aber gut, dass er mir Blütenpunkte klaut und nicht das andere Zeug, ne? So. Das ist eine Waldphase. Waldphase finden sich meistens nun ja im Wald. Isla Corsaria. Ich glaube, da kommen wir noch hin, oder? Das KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wie normalerweise saugen sie deine KP, um sich selbst zu regenerieren. Brrr, diese Saugen fühlt sich ziemlich eklig an. Oder wird es vielleicht besser, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat? Waldphase können sich auch teilen. So erhöht sich die Zahl deiner Gegner. Du solltest sie also lieber schnell besiegen. Aber wirklich nicht. Drücke nach links und lass los, wenn... Ich habe ihn weggeschleudert, voll geil. Oh, schade. Jetzt teilt er sich, ne? Naja, voll cool.
Okay. Das ist ein Wiesenfuzzy. Wiesenfuzzys haben eine recht hübsche Färbung. Max KP 6, Angriff 3, Verteidigung 0. Wiesenfuzzys saugen im Kampf unsere Blütenpunkte ab. Also pass auf, wenn unser BP-Wert niedrig ist. Wenn sie genug BP haben, verwenden Wiesenfuzzys magische Attacken. Wir sollten sie also vorher besiegen. Ah, das ist es. Die Blütenpunkte machen die Wiesenfuzzys so hübsch. Ist doch klar. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Bramam. So. Ganz funktioniert das nicht, ne? Ich weiß nicht, kann sie so angreifen oder kriegt sie dadurch Damage? Ah, kriegt sie recht, okay. Dann ist er mal weg. Und ich habe, glaube ich, keine 20 Damage erhalten. Ich meine. Nee, habe ich nicht. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. So geht das. Bomber. Hey, was soll denn das? Die Stallbrüder platzen einfach hier rein. Du hast uns damals ganz schön fertig gemacht. Das zahlen wir dir heim. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also, es geht los. Wait. Das geht doch gar nicht. Geht das? Nee. Ah, verdammt. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verkackt, ne? Ob das jetzt zählt, das jetzt mit zu den Dings? Das war ja ein anderer Kampf jetzt. Schon wieder verloren. Ja, das ist unser Bamaluchi, wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Oh Gott sei Dank, du bist unschlagbar, Bomber, und wir erwarten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Und damit erhält unsere heutige Vorstellung, also bis bald in der Arena. Boah, zum Glück, ich dachte, es zählt noch dazu, ne? Bitte deine Gage. Jetzt will ich aber mehr Gage haben. Soll ich 20? Okay. Gib mir mein Dings zurück. Wie sie dazu halt auch gar nichts mehr sagt, ne? Hey, Bomber, schon wieder deine E-Mail. Langsam wieder spannend. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Oh Mann, eine Drohung. Schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Nur wer hat sie uns dann geschickt? Ich glaube, Toads Cova? Maybe? Oder Clubone? Oder Aurelius? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es auch gar nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Aber hier schaffen wir echt gut Geld, ne? Gegen die Schattengang. Könnte die Schattengang der Schattentrio sein? Ich habe ja keine Ahnung. Aber gut. Next one. Hallo, Bomber. Du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut. Dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 6. Du kämpfst gegen die Schattengang. Im vorigen Kampf solltest du keinen Sprung benutzen. Ich möchte einen fairen Kämpfervergleich sehen, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Ich darf nicht springen, okay. Dann darf Umbrina vermutlich auch nicht springen. Bomber, den Kampf. Ja. Es ist halt schon ein bisschen eintönig, wenn man nur, ja, kämpfen, Rang, kämpfen, Rang, kämpfen, Rang, kämpfen, Rang. Man hat zwar zwischendurch ein bisschen Story, aber man muss halt... Aber es ist die Gang. Die Gang im vollen Kampf sind
Der Krawallenklempner Bomber Luigi und die Unaufhaltsamen, die Schattengang. Ich hätte es eher mit dem Schattentrio gerechnet, aber gut, wir lassen uns niemals besiegen. Bomber, wir machen dich fertig. Let's fight! Dieser Gong, ne? Der macht mich fertig. So, du darfst keinen Sprung benutzen. Ist okay. Deswegen kommt erstmal Fimbrina dran und darf erstmal wunderschön scannen. Das ist ein Schatten-Cooper. Er gehört zur Familie der Coopers. Max KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Anders als ein normaler Cooper greift er auch an, wenn du umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also wirklich ein fieser Typ. Besiege ihn lieber schnell. Au! Au! Das war mega fies, ne? Es ist ein Schattenpaarer. Schattenpaarer sind geflügelte Schattenkoopers. Maskapi Angriff erteilen. Ohne Flügel sind sie normale Schattenkoopers. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Und sie haben eine Technik, mit der sie dich und deinen Partner zusammen angreifen. Am besten besiegst du sie schnell, wenn sie auf dem Rücken liegen. Hier bringt mir halt voll nix, ne? So. Ich darf sie ja nicht einsetzen, ne? Ich könnte rein theoretisch eine Feuerblume einsetzen. Rein theoretisch, oder? Also ich kann das gar nicht machen, gut. Mal ein Maxi biegen wieder. Das darf ich ja einsetzen. Ich darf ja nur nicht springen, ne? Au. Au. Ich frage mich, wie ich den da oben wegkriege. Ja, lol. So, wie kriege ich den da unten? Ich darf ja nicht springen. Es geht nicht. Okay, danke. Dann machen wir jetzt einfach mal einen schönen Body Slam, weil sie ja nicht springen. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Ah, wenigstens ist er jetzt am Boden. Wenigstens ist er jetzt am Boden. Gut, perfekt. Zack, zack, zack. Und tschüss mit dir. Tschüss mit dir. Das war wohl nichts, ne? Puh. Also, wenn man nicht springen kann und gegen Paracoopers kämpfen muss, ist das echt, echt hart, ne? Das ist nicht leicht. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Das war ja kinderleicht. Jetzt haben wir beim nächsten Mal Ariona auch gesehen in diesem Kampf. Davor haben wir sie ja nie gehabt. Wir haben sonst immer nur alle anderen gehabt. Hey Bomber, Totskova hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan gebracht. Ich trau dem Ganzen nicht. Du vorher mal mich heilen, bevor ich hier krepiere. Aber vielleicht ist es von Mr. X? Ich würde aber gerne wieder Yoshi mit reinnehmen, weil der macht immer voll die geilen Sprüche.
Sieht der Kuchen lecker aus. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Möchtest du den Kuchen essen? Jo. Also, Mahlzeit. Der leckere Kuchen hat deine Kräfte regeneriert. Schön. Und jetzt? Das war's. Okay. Gut. Nächster Kampf. Hallo, Bomber. Du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Also gut. Dein voller Gegner. Ist gegenwärtig Rang 5. Du kämpfst gegen die Kamek-Dämonen. Oh Gott, im folgenden Kampf solltest du höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Das Publikum liebt keine Schwächen. Ist das okay? Dann zeig mir einen guten Kampf. Ach Mann. Schon wieder neue Gegner. Gut, ich brauche wieder Gumbrina. Heute braucht er ganz schön lange. Aua! Bomber, ja, gut. Ich habe Angst vor den Kamex. Ich mag keine Kamex. Kamex sind böse. Sie sind das Böse in Inbegriff. Gottchen, wie viele Kamex das sind. Die Gegner im vorigen Kampf sind Bomber Luigi und die finsteren Finsterlinge, die Kamek-Dämonen. Das ist eine, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist eine. Ja. Also los. Mario, wir schaffen das. Du wirst dich wundern, was echte Magie alles vermag. Ich dachte, Kamek ist blau. Gut. So, meine Süße, dann fangst du mal gleich an mit Scannen. Das ist ein roter Kamek, ein rot gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maskap 7, Angriffsgrad 4, Verteidigung 0. Neben Angriffszaubern verstärkt seine Kraft auf Angriff und Verteidigung. Ist er allein, schafft er sich durch Magie-Doppelgänge. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Ich finde allerdings nicht, dass ihm Rot besonders gut steht. So, machen wir das so. Dann kann ich mich den anderen auch noch ein bisschen Damage reinballern. Kann ich ihn dann trotzdem scannen? Das ist ein weißer Kamek. Ein weiß gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maskap 7, Angst 4, Verteidigung 0. Seine Spezialität sind Erfrischungszauber, mit denen er deine Gegner fit macht. Ist er allein, schafft er sich durch Magie-Doppelgänger. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Ich bin gerade mega irritiert, aber ich werde Maxi Beam einsetzen. Auch wenn ich den grünen Tattoo vielleicht nicht mehr scannen kann, aber. Mir ist es zu riskant. Oh, bitte wenigstens 2 Damage. Ich hab doch gedrückt, Mensch! Ist auch noch verkackt, ne? Ich hab schon verkackt. Ich hab schon verkackt. Den Kampf kann ich definitiv nochmal machen. Weil ich über die 20 Punkte bin. Ich habe halt schon über 20 Punkte verloren, das bringt mir halt nichts mehr.